Hey Leute und willkommen zu einem neuen Let's Play. Heute spielen wir Soul Mask. Ist neu rausgekommen. Ich weiß nicht, ob die Folge genau am Release-Tag rauskommt. Ich denke aber schon, ich werde es versuchen, die ab rauszuquetschen, rauszuhauen. Und dann werden regelmäßig erstmal mehrere Folgen kommen. Drei Folgen pro Tag werde ich versuchen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach direkt erstmal rein. Solo, Freunde oder Online-Spiel. Man könnte auch online spielen. Bedacht werden. Ich würde sagen, es ist tatsächlich besser, wenn wir lieber Solo spielen. Ich denke, es ist besser. Spielername Ray, natürlich. Spielzutritt lassen, erstmal nein. Vielleicht können wir als Community auch zusammenspielen, wer weiß. Lassen wir erstmal maximal Spieler, ja gut, brauchen wir jetzt nichts machen. Ich spiele erstmal auf normal, um das Spiel kennenzulernen. Wir werden vielleicht dann einfach nochmal bald online starten oder vielleicht sogar parallel dazu. Fortgeschrittene Einstellungen brauchen wir nicht. Wir spielen einfach ganz normal auf normal und starten einfach. Und schauen uns das Spiel einfach mal an. Schauen, dass wir klarkommen und so. Ich meine, man kann es ja immer nochmal spielen oder irgendwie dann ja eine Online-Partie mal beitreten oder als Community zusammenspielen. Ist ja alles möglich. Aber erstmal lerne ich das Spiel kennen. Ganz in Ruhe, entspannt, ohne Stress. Und ich höre schon Sounds. Aber noch ist nichts da. Noch sehe ich nichts. Aber was ich auf Steam gesehen habe, sah auf jeden Fall gut aus. Es sah sehr gut aus. Warum ruckelt es? Irgendwie falsche Einstellungen. Das ist aber nicht gut. Ja, erstmal eine kleine Opferung. Jetzt ruckelt's nicht. Ich weiß nicht. Schaut nach links und rechts. So, was machen wir denn? Also, zeig mal dein wunderbares Gesicht. Aha. Ich weiß nicht. Sieht so traurig aus. Sind alle irgendwie traurig aus. Aber gut, ja, er ist markant. Komm, wir nehmen uns markanten. Die Friese, eigentlich passt das schon ganz gut. Nee, das ist überhaupt nicht. Ah, ja, das gefällt mir auch. Aber das passt irgendwie zum Gesicht nicht so ganz. Nö. Aber kann man nur mal machen, kann man nicht. Haben wir keine Frau. Ach, da hat man hier. Bin blind. Oh, die Glatze irgendwie. Schielt der bis mit den Augen auseinander? Die Frisur hat auch was, aber ich würde sagen, die passt am besten tatsächlich. Jetzt habe ich wieder das Gesicht vergessen, was ich nehmen wollte. Sehen alle irgendwie ein bisschen seltsam aus, aber egal. Die Farben sehen sehr schlimm aus. Wir nehmen natürlich einfach schwarze Haare, würde ich sagen. Hautfarbe. Besonders blass oder besonders gebräunt? Besonders blass oder besonders gebräunt? Ich würde sagen, eigentlich aus der Logik her sollte schon gold gebräunt sein. Körpergröße. Uiuiui. Natürlich, so ein ganz stabiler, großer Typ. Was? Boah. Ja, stabiler Typ. Körperfett, warte mal. Wir können auch so. Alter, ist der shredded. Können auch so einen Sumo-Ringer machen. Alter, es shredded as hell. Gut, aber ich würde sagen, wir nehmen da irgendwie. So, da muss jetzt nicht ultra shredded sein. Das passt schon, würde ich sagen. Und let's go. Und es ruckelt nicht mehr. Geil. Thank you.
Fuß verstaucht. Alter, sieht aber gut aus. Das sah aber gar nicht mal so schlecht aus. So, welche Maske nehmen wir? Also die sieht irgendwie ein bisschen dämlich aus. Die hat richtig was. Die hätte fast was. Wäre die ein bisschen weiter nach unten und würde so ein bisschen wie die so eine japanische Dämonenmaske aussehen. Ich würde sagen, dann gefällt mir. Ja, ich weiß nicht. Also die sieht katastrophal aus, würde ich sagen. Wie noch irgendwann mal. Ach so. Wir haben unterschiedliche Bonis. Ich dachte, ich kann jetzt einfach nach dem Aussehen gehen. Okay, das erste ist alles gleich. Was ist denn das hier aufgrund? Hier, warte mal. Doch. Ja, aber hier sind andere Sachen. Fallpuffer. Weniger Lärm. Aha. Jagdwissen, aha. Aber was nehmen wir denn jetzt da? Deckter Schlag, das sind so schurkenhaft, ne? Eroberung. Aha, was haben wir hier? Flugbahnkorrektur. Jagdglas. Ach so, fürs Fliegen dann. Und du hier? Ausdauer, oh, das ist eigentlich ganz gut. Tiefschlag. Kritische Barriere. Ah, das ist eher so ein bisschen so auf Verteidigung und sowas, ne? Ich würde sagen, nehmen wir die hier. Ich weiß nicht, wie Fliegen so sein wird. Ja. Ach, also Bronze. Also ich würde sagen, entweder nehmen wir Gold. Oder das hier. Rot. Rot, Gold. Nehmen wir das hier. Ray. Let's go. Ja, unterschiedliche Bonis. Ich habe mich einfach dafür entschieden. Allein noch, weil wir da ein bisschen mehr Erfahrung kriegen. Durchs Jagen und so. Illuminati. Ich wusste es. Ja, ich habe direkt was habe ich bekommen? Alright, da sind wir. Nackig. Keine Musik. Alter, der Schlag hat's in sich. Ja, sammeln wir einfach mal, ne? Was? Aha, Löschstock. Löschsteine. Erstmal den Standardkram. Sammeln jetzt erstmal ein bisschen was ein. Rüste dich mit Waffen aus. Räucher muss ich auch sammeln. Hallo? Welche kann. Hab ich hier gerade was gesammelt oder. Oder was? Die hier, oder? Oh, was war jetzt los? Erstmal ganz wild rumsammeln. Für den Anfang immer gut. Ich weiß, ich kriege hier gerade irgendwie Level-Ups und so. Okay, also. Wichtige Anleitung. Nee, braucht keiner doch. Wir schauen es an. Oh, ja. Oh, Endziel. Ich wollte eigentlich einfach nur. Was ist denn jetzt los? Einfach nur starten eigentlich. Ja, Leben, bababa, das kennen wir alles aus anderen Spielen. Hier ist irgendwas mit einer Maske, Bewusstsein, Maskenlevel, Charakterlevel. So, schauen wir uns erstmal alles in Ruhe an. Also, Lagerfeuer und so, blop, blop, blop. Hier ein bisschen was zu naschen. Sieht noch alles frisch aus. Bauplan erstellen. Aha. Charakter, Level 3.
Aha, das ist meine Stats. Was? Landscheiße, Ausgestoßene. Anerkennung, aha. Können. Aha, Töpferei, Holzfällen und so. Okay, das skillen wir dann auf und dann werden wir besser in den einzelnen Dingen. Interessant, interessant. Beherrsche. Ui, 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 ui. Angebotes Verständnis und ab hier können wir dann skillen. Sieht ganz danach aus, ne? Gut. Was steht denn da also? Rüste dich mit Waffen, Ausrüstung und Werkzeugen aus, errichte einen Unterstuf, rekrutiere Stammesmitglieder, arrangiere. Mit T, um das Wissen. Aha. Boah. Also, Lagerfeuer, klar, brauchen wir. Habe ich das gelernt? Punkte 5. Basisgebäude. Okay. Ach so. Ach, kostet nichts. Bewusstseinschecke. Okay, hier können wir noch nichts machen. Also. Ach so, hier müssen wir. Die kosten aber gar nichts. Okay, der Anfang ist gratis. Ich dachte, ich muss mich das erstmal entscheiden. Gut, dass es nicht so ist. So. Alright. Und jetzt brauchen wir erstmal ein bisschen mehr Bewusstseinsstärke. Wir haben zwar noch ein paar Skillpunkte, aber hey. Und hier haben wir Maskenknotenreparatur. Brauchen wir irgendwelche Kristalle für? Haben wir noch nichts. Dann einmal Lagerfeuer. Wie crafte ich? Ah, Doppelklick. Okay. Dann machen wir eine Axt. Hacke. Eine Sense. Haben wir nicht genug Material? Was brauchen wir denn dafür? Aha, okay. Ja, warte mal, das haue ich mir hier nach hinten. Was ist denn das hier? Nice. Was habe ich jetzt hier in der Hand eigentlich? Das ist die Axt? Nee. Alright. Muss ich nochmal einsammeln oder habe ich jetzt irgendwie was bekommen? Ich habe es irgendwie. Warte mal, Steine 5. Das Eisen? Ne, Feuerstein. Ah, jetzt sehe ich es, jetzt sehe ich es. Und normale Steine erhalte ich auch. Normale Steine gibt es auch. So, ein bisschen sammeln. Oh. Bleib hier! Ja, bleib so. Bleib so. I'm hungry. Ja, gut. Nein, er hält sich voll. Okay. Gut, habe ich nicht passende Waffe, habe ich leider noch nicht hergestellt. So ist es eben nun mal. Ich glaube. Den Sound muss ich auf jeden Fall später noch umstellen. Aber für die erste Folge passt. Also, Sense, Messer, Speer, Schild, Fackel. So. Fasern. Ich brauche Fasern. Der Sound ist ein bisschen seltsam. Also,
Beeren erstmal zur Seite, Lagerfeuer erstmal zur Seite, das hier keine Ahnung. Messer, Sense, Speer, Shield, Holzbogen, ich brauche Seile. So. Uga Uga. Ups. Oh nein. Also. Oh, oh, oh. Geht der richtig ab? Alter, der hat ja voll die Moves drauf. Okay, und was, wenn ich das Schild rauspacke? Aha. Der Typ hat's drauf. Warte mal, F? Was kann ich noch? Alter. What? Der hat ja richtige Moves drauf. Alles klar. So, nehmen wir mal ein bisschen Steinchen mit. Und dann. Ich hätte ganz gern eigentlich noch einen Bogen. Und dann nochmal Pfeile. Alright. Wo können wir denn am besten hinpacken? So. Okay. Ist auf F? Hä? Keine Pfeile? Ich hab doch gerade. Ich hab doch welche. Ah. Aha, da macht er so einen Move und springt zurück. Alles klar. Okay. So. Ja, ja. Okay, also. Jetzt sollten wir anfangen zu bauen, uns ein kleines Lager machen, reparieren und. Das Tutorial links nervt ein bisschen. Achso, App 9 können wir auch verbergen. Besser. So. Wir schauen uns erstmal ein bisschen um. Also. Was sagt denn die Karte? Die Karte sagt, wir haben das Gebiet hier und dann noch so ein Illuminati-Ding, uralte Pyramide. Was? Wo ist denn Stärke 20? Okay. Also ist, wie gesagt, also ist noch, habe ich hier gar nicht gesagt, ist Early Access. Ist also noch in den Kinderschuhen. Aber der Sound, klar, ist ein bisschen komisch. Aber es spielt sich alles vernünftig. Bis jetzt habe ich noch nichts zu meckern. Aber wir sind halt am Anfang, ne? Wir haben jetzt noch ein bisschen was gecraft, so. Aber ich habe schon Spiele gespielt, die vom Anfang rottig waren. Und das macht schon mal einen soliden Eindruck. Gut, also, noch mal ein bisschen Bäume hacken, weil wir werden zum Vergleich Holz brauchen. Gönnen wir uns mal 3 Palmen. Warte mal, auf Q. Ja. Okay. Wahrnehmung. Okay. Ist jetzt nicht so der Burner. So, K. Was haben wir denn hier? Aha, Erfahrung sammeln. Aha, da. Beförderung, Bedingungen, Jagd. Ach so, okay. Dann auf J können wir hier den Stamm machen, also so einen Clan. Wahrscheinlich mit normalen Spielen, nicht Stamm. Stamm Ereignis, Stammverteil, aha. Clan, das ist dann mit anderen Spielern. Okay, aber wie gesagt, wir werden das Spiel erstmal ein bisschen kennenlernen. Einen Baum hauen wir noch weg, also eine Palme. Ich würde auch gerne so einen Truthahn einmal jagen.
In den Hintern. Sehr gut. Gut gemacht. Gut gemacht, mein Junge. Ich hoffe, wir kommen jetzt nur hoch. Das liegen. Oh. Ja, hast du Glück gehabt? Dann werd erwachsen, dann verspeise ich dich. Aha, kann man so überprüfen? Speichere Daten, okay. I don't know. Ich weiß nicht, was ich getan habe. Ja, einfach einmal ausrasten. Kann ich auch das hier wegkloppen? Nee. So, also. Bauen Strohkiste. Sollten wir uns auf jeden Fall eine machen. Am Strohboden. Wir brauchen mehr Seile. Okay, ich verstehe. Ja, dann. Mach mal. Gut. Es läuft. Es läuft. Oh, Bambus. Einen Augenblick mal. Wollen wir doch so sammeln? Nee. Ey, bisschen näher ran. So, also. Wir machen erstmal eine kleine Hütte. Strohfundament, Strohboden. Okay. So, Strohwand. Wir brauchen auf jeden Fall einen Türrahmen, klar. Gibt es hier auch Fenster? Strohzaun, Strohdach, Strohtreppe, Strohsäule. Keine Ahnung, anscheinend nicht. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4. Ach, keine Ahnung. Wir machen einfach ein paar. So. Wo haben wir ein nettes Plätzchen? Warte mal, da ist ein Fragezeichen. Vielleicht gehen wir mal erstmal hier hin. Wir werden uns eh noch eine richtige Basis bauen. Aber erstmal sowas Kleines, damit ich erstmal überhaupt was habe, ne? Wer bist du? Freund oder Feind? Ich glaube, die kann ich bestimmt anwerben, oder? Scheinen friendly zu sein. Ja, dann baue ich mal ganz kurz hier was hin. Wenn es euch nicht stört. Nutzen ablegen. So, also. Platzieren, drehen. Kann ich auch irgendwie die Höhe ändern? Den Stil ändert man auf Z. Aha. Automatisch ein. Ach so, okay. So, erstmal so eine kleine Hütte. Wir können ja hier nur noch eine Treppe dran setzen. Warte mal. Achso, habe ich jetzt kein. Was brauche ich denn? Seile. Wir brauchen sehr viel Seile, ja gut. Das ist hier sehr schnell verschwunden. So, ist es richtig rum? Ich denke mal ja. So, dann einmal Treppe. Aha, okay, Fenster, okay, verstehe. Ich baue noch ein bisschen mehr Seile. So, Seile. Nein. Okay, Wände. Ach, Strohfenster, warte mal. Eine Tür brauchen wir auch, klar. Ich brauche mehr. Wir kriegen echt wenig, ne?
Ich komme immer so vor, als ob ich voll viel sammle, aber irgendwie. Irgendwie nein. Nein. Das geht immer so schnell weg. So. Okay, dann Strohsäule, Strohfenster. Wir machen jetzt erstmal die Wand hier rein. So, wunderbar. Die Strohkiste. Die könnte man ja schon mal einfach hier hinhauen. So. Dann brauchen wir ganz dringend nochmal zwei Wände, oder? Habe ich Wände noch? Nein. Bam. Oh, eine Matte. Auch wichtig. Und ein Dach, na klar, ein Dach. Wir brauchen auf jeden Fall ein Dach. Fenster. Ja, war klar, ich habe jetzt wieder nicht genug. Da hätten die Ausbeute ein bisschen erhöhen können. Ja, ja, Tutorial, okay. Alles klar. Wir lernen schon. Learning by doing. Lasst euch nicht stören, Männer. So, dann noch eine Wand. Dann einmal Le Dach. Hallo, Dach? Hä? Strohboden? Hä? Bin ich gerade blind? Zaun, Treppe, Tür, Fenster. Hä? Ich habe vorhin was vom Dach gelesen. Zaun, Fenster, Tür, Wand, Fundament, Strohboden. Hä? Ach da. Hä, warum ist das auf einmal oben? Warum ist es auf einmal oben? So, Lagerfeuer. Jetzt hab ich mich verdrückt. Das Lagerfeuer hauen wir erstmal hier hin. So. So. Wunderbar. Ah, ja, gut. Ich brauche da ein bisschen mehr. Wir drehen. Hallo? Hallo. Warum? Ich kann nicht drehen. Hä? Okay, warte, da ging's gerade. Gut. Für den Anfang ist es doch gar nicht mal so schlecht, würde ich sagen. Oder was meint ihr? Da, Dach ist noch nicht fertig. Werden wir aber bald machen. Ich werde mal das Material beisammen sammeln. Was dauert dann doch schon irgendwie so ein bisschen. So, ein bisschen lächeln. Ich sagte lächeln. Wir sehen gut aus. Leute, ich würde sagen, das war's mit der ersten Folge. Wenn euch dieses Spiel gefällt, Kommentare und Bewerten nicht vergessen. Ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zur nächsten Folge wieder. Ciao. Wo habe ich das Licht auf einmal her?